Ja, hallo liebe Länder, herzlich willkommen bei der FISMAN-Woche und beim FISMAN-Team. Wir, das sind Luca, Jasmin, Steffen und Stefan. Wir haben in der bisherigen Woche ziemlich viel über Prozesse, Tools, Methoden und Organisationsformen gehört. Wir möchten jetzt mal den Fokus ändern und uns gemeinsam auf die Suche begeben. Auf die Suche nach dem neuen, selbstständig Lernenden. Ähnlich wie seine Vettern, der Bigfoot und der Yeti, wird über ihn ziemlich viel geredet, aber niemand hat ihn allzu häufig gesehen. Wie auch unsere Vorgänger haben wir die Kurswoche in verschiedene Themenblöcke gegliedert. Jeden Tag kommt ein anderes Thema dran. Und wegen der nahenden Tour de France haben wir das Ganze in den Rahmen eines Radrennens gestellt. Ja. Montag im Prolog wollen wir mit euch über die Lernenden 4.0 und ihre Eigenschaften diskutieren. Tja, und am Dienstag in der Startetappe geht es um den Ausgangspunkt für jeden Lernprozess, die Neugier. Am Mittwoch widmen wir uns im Zeitfahren dem Thema Motivation, das heißt, wie halten wir die Leute am Lernen, weil das schönste Ziel bringt ja nichts, wenn die Reise keinen Spaß macht. Für die Schlussetappe haben wir uns dann das Thema Selbstorganisation ausgewählt. Hier wollen wir dann auch auf unsere zukünftige Rolle als L&D-Verantwortliche eingehen. Tja, und am Freitag ist Teambesprechung. Und ja, da geht es im Prinzip darum, tja, was haben wir aus der Woche mitgenommen und was sind eigentlich die Schlüsse, die wir daraus ziehen können, wenn wir traditionelle Lernende haben, neue Lernende oder L&D-Verantwortliche. Und damit übers Wochenende keine Langeweile aufkommt, haben wir eine kleine Hausaufgabe für euch. Bitte füllt doch übers Wochenende den kleinen Fragebogen auf, den wir auf der Kolon-Seite für euch bereitgestellt haben, damit wir einen schönen Einstieg in die nächste Woche finden. Tschüss, bis Montag. Tschüss. Tschüss.